Warte mal, mein Wecker klingelt zum... Oh, zum vierten Mal. Schnell, ich muss mich beeilen. Ich muss Zähne putzen, Hände waschen. So, Haare machen, Zähne putzen, alles. Ich muss wirklich mich ganz schnell beeilen, damit ich den Bus nicht verpasse, Leute. Denn ohne Bus werde ich auf jeden Fall ausgeliefert. Ich bin hier irgendwo inmitten der Stadt und ohne Bus muss ich über lange laufen. Und ich darf nicht den Unterricht verpassen. Wir schreiben einen Test. Okay. Schnell noch auf Toilette. Schnell beeilen, Leute. Dann nur noch anziehen. Und los. Oh, warte mal, ich habe noch meine Zahnbürste mit. Ja, die werde ich noch schnell wegbringen, Leute. So, jetzt aber nichts wie los zum Bus, Leute. Oh mein Gott. Hey, Geld, das kann nicht sein. Fast verpasse ich meinen Bus. Okay, ich habe noch eine Minute. Schnell. Da ist der Bus. Ha, bloß gut, dann kann ich mich ja entspannen. Hey, stehen geblieben. Warten Sie doch, nein. Da fährt der Bus, Leute, und ich habe den Bus verpasst. Nein, jetzt muss ich in die Schule laufen. Und der Weg bis in die Brookhaven-Schule ist mega weit, Leute. Naja, egal, mir bleibt ja wohl nichts mehr anderes übrig. Aber Leute, wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne mal einen Daumen nach oben da, schreib ein nettes Kommentar, dann kann ich dir auf jeden Fall ein rotes Herz geben. Und nun muss ich in die Schule laufen, ihr habt es gesehen, weil ich den Bus verpasst habe. Oh Mann, ey. Aber ich meine, so weit ist es hoffentlich nun auch nicht. Okay, 20 Minuten zu spät. Naja, das sollte ich vielleicht noch schaffen. Hoffentlich ist der Lehrer nicht allzu böse. Okay. So, jetzt bin ich hier drinnen in der Brookhaven-Schule. So, könnte ich noch schnell meinen Spind, mein Buch abholen? So, das ist dann mein Schrank. Und da haben wir auf jeden Fall noch das Buch, das ich na auf jeden Fall brauchte, Leute. Schnell jetzt in den Unterricht. Herr Lehrer, da bin ich schon. Da bin ich schon. Wen haben wir denn da? Ein bisschen zu spät, oder? Ja, das tut mir leid. Oh Mann, ich würde mich direkt hinsetzen, ja? Ich hoffe, ich habe da noch genug Zeit. Du bekommst nicht mehr Zeit als die anderen. Oh. Leute, ihr habt es gehört. Ich habe ein riesiges Problem. Ich habe jetzt genauso viel Zeit wie die anderen noch. Und da werde ich am wenigsten Übungen schaffen, denn das sind nur noch... Warte mal, 5 Minuten? Ich meine, ich kann dafür auch nichts, dass du zu spät kommst. Wie soll ich denn das bitte alles in 5 Minuten schaffen? Oh mein Gott, okay, oh Leute. Ich werde mich direkt ransetzen und dann beeilen. Oh Mann. Ich werde... Oh mein Gott, was sind denn das nur für Fragen? Nein, ich bin echt geliefert, Leute. Und okay, das werden wir jetzt kontrollieren gehen. Okay, dann sammelt er jetzt noch bei den anderen ein. Leute, ich werde locker die schlechteste Note schreiben, die ich ganz Brookhaven bisher bekommen habe. Oh mein Gott, lass das bitte nicht mein schlimmster Tag in ganz Brookhaven werden, bitte. Ich verkünde nun die Noten. Ich werde bestimmt eine 1 bekommen. Oh Mann, ich hoffe, ich bekomme auch eine gute Note. Chantal, eine 2+. Yeah, oh cool. Tim, nächstes Mal sitzt du nicht mit Badehose hier, aber auch du hast eine 3 geschrieben. Ja, aber es ist Sommer, Herr Lehrer. Ich dachte, da kann man auch mal mit Badehose kommen. Und nun Vitamine. Naja, was soll ich dazu großartig sagen? Ist es denn wenigstens eine 4? Du hast auf jeden Fall die 6 bekommen. Was? Nein, ich kann doch nicht keine 6 bekommen. Oh nein, was ist denn, was meine Eltern das herausfinden? Sagen wir es mal so, was ist, wenn deine Eltern herausfinden, dass du zu spät gekommen bist? Okay, ist beides doof, verstehe ich schon. Du hast eine 6 geschrieben, du Loser. Und alles nur, weil du verschlafen hast. Hey, man macht sich darüber nicht witzig. Oh Gott, Leute, das ist echt ein schlimmer Albtraumtag. Mann, ich hoffe echt, dass ich schlafe. Aber naja, gut. Wie soll ich denn das bitte meinen Eltern erklären? Dass ich erstens den Bus verpasst habe, dann noch eine 6 geschrieben habe? Was soll denn jetzt noch Schlimmeres passieren? Ich glaube, viel schlimmer kann der Tag nicht werden. Deswegen werde ich auf jeden Fall mir jetzt was Leckeres zu essen holen. Oh Mann, den Tag müssen wir echt abhaken, Leute. So schön war der nun auch nicht. Okay, so, ich habe echt Bock auf ein bisschen Chips oder so. Irgendwas Leckeres, was mir auf jeden Fall ein bisschen die Ablenkung gibt. So, ich werde mir dann mal was Leckeres zum Einkaufen holen. Oh, ein leckeres Eis. Nee, Leute, heute gibt es mal kein Eis. Ich habe gesagt, leckere Chips, die werde ich mir auf jeden Fall schmecken lassen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, liebt ihr genauso sehr Chips? Also ich könnte die echt den ganzen Tag verputzen. Naja, egal, dann hätten wir auch alles, glaube ich. Wasser, Milch... eine Cola könnten wir noch mitnehmen. Ja, kommt, Leute. Was ist soll's? Ich meine, der Tag war heute so doof. Da können wir auch mal noch eine Cola trinken. So, hallo, die 2 Sachen dann bitte. Natürlich, das kostet dann 3,62 Euro. 3,62 Euro. Ich habe aber nur noch in meiner Tasche 3,50 Euro.
für 40. Dann fehlen noch ganz genau 22 Cent. Oh nein, der Tag wird doch noch schlimmer. Können Sie nicht vielleicht nett sein und mir irgendwie was leihen? Der war gut. Wir sind leider kein Pfandleihhaus, wo wir einfach Geld verleihen. Ich meine, das sind 22 Cent. Bitte seien Sie doch einmal gnädig. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 Kleiner. Entweder lässt du eine Sache hier oder hüpfst noch rüber zur Bank. Na gut, dann lasse ich erstmal die Cola hier und werde ganz, ganz schnell zur Bank gehen, damit ich mir noch was hole. Oh Mann, ey, mir fehlen 22 Cent, Leute. Nun ist der Tag auf jeden Fall mega, mega super gestartet. Jetzt habe ich mir erstmal nur die Chips leisten können, aber ich brauche natürlich was zu trinken, Leute. Weil wer kennt es? Chips machen sowas von durstig. Naja, egal. Dann werde ich sie halt erstmal aufmachen. So, ich werde sie hier schön öffnen und... Ja! Nein, jetzt ist auch noch... Meine Chips sind runtergefallen. Leute! Oh nein! Ey, was kann denn bitte heute Schlimmeres noch passieren? Ich bin sowas von wütend. Jetzt brauche ich echt neues Geld. Muss mir neues Geld holen. Muss mir dann neue Chips und neue Cola kaufen. Und ich habe heute übrigens eine 6 geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob mein Tag noch besser laufen könnte, aber ich glaube nicht. Und ich bin stinkend wütend auf alles und jeden. Niemand braucht mich hier heute anquatschen, Leute. Ich bin echt wenigstens froh, dass ihr dabei seid. Naja, dann gehe ich ihm noch ganz, ganz schnell Geld abholen. Oh Mann, ey. Wenigstens funktioniert hoffentlich meine Kreditkarte. Also das ist ja mindestens das Minimum. So, dann kriege ich wenigstens ein bisschen Geld. Oh yeah. Warte mal. Was ist denn das? Leute? Schnell weg hier, schnell weg hier. Leute? Warte mal. War das jetzt gerade ein Banküberfall? Oh mein Gott, ich glaube, die ganze Bank brennt. Oh mein Gott, schaut mal oben. Die Bank wurde ausgeraubt, Leute. Was sollen wir nun tun? Oh mein Gott, wir müssen die Polizei informieren. Schnell, 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 Leute. Los, los, los. Hey, hier, Polizei, anhalten. Hände hoch, Sie sind festgenommen. Warten Sie mal, er ist da um die Ecke gefahren, genau hier. Bleiben Sie stehen, er versucht zu fliehen. Nein, er ist da lang ge... Warte mal, ich verstehe, was Sie meinen. Sie denken doch jetzt nicht etwa... Nehmen Sie die Hände hoch und zeigen Sie das Geld. Warten Sie mal. Welches Geld meinen Sie? Das in deiner Hosentasche. Sie meinen aber nicht zufällig das hier, oder? Ah, da hätten wir den Übeltäter. Warten Sie mal, was? Das habe ich mir gerade abgehoben. Und dann ist der Räuber da rausgekommen. Das können Sie dem Richter erzählen. Warten Sie mal, was? Hey, nein, ich bin doch viel zu jung. Ich habe doch niemals eine Bank überfallen. Wo bringen Sie mich hin? Na, ins Hochsicherheitsgefängnis. Wo denn sonst? Leute, was geht denn hier ab? Irgendwie geht das gerade alles komplett schief. Nein, 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 nein. Ich bin total wütend. Er hat mich festgenommen. Und ich habe absolut gar nichts getan, Leute. Oh Mann, ey. Na dann, viel Spaß. Warten Sie... Mal. Oh Mann, Leute. Irgendwas ist hier mega, mega falsch und faul. Ich habe absolut gar nichts getan und muss jetzt hier in der Gefängniszelle sein, weil ein Räuber einfach die Bank überfallen hat, weil mir die Chips hier runtergefallen sind. Ich habe eine Note 6 geschrieben, ich habe den Bus verpasst, ich habe den Wecker verhört, ich habe alles. Ich bin stinkesauer heute. Und was sollen denn meine Eltern so drüber denken? Die denken wirklich, ich hätte die Bank ausgeraubt. Dabei habe ich mir 10 Euro abgehoben, damit ich mir die Cola und die Chips kaufen kann. Ihr habt es selber gesehen, Leute. Oh Mann, und was mache ich nun? Ich habe die Faxen dicke, Leute. Ich werde auf jeden Fall versuchen auszubrechen. Kostet es was es wolle. Wir müssen hier raus, Leute. Ich mag hier nicht bleiben. Wir müssen auf jeden Fall raus hier. Los, Leute, schnell abhauen, ey. Oh mein Gott, wie schlimm war dieser Tag denn bitte? Das Problem wird sein, niemand wird mir glauben. Aber jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr müsst jetzt alle in die Kommentare schreiben, dass ich nichts getan habe, Leute. In der Zeit werde ich mich so lange verstecken, weil wenn die Polizei mich sieht, dann glauben die mir eh nicht. Also schreibt alle jetzt in die Kommentare, dass ich unschuldig bin. Und ich bin einfach nur ein bisschen wütend gewesen, wie der Tag heute abgelaufen ist. Oh Mann, Leute. Das war wirklich mega, mega dolle verrückt. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.